Einen wunderschönen guten Tag da draußen und habt das mitbekommen? Das neue Zelda ist da und ich habe so das Gefühl, jeder spricht davon und vor allem jeder Let's Player spielt dieses Game. Auf jeden Fall freut man sich, dass endlich das neue Zelda da ist. Auch ich freue mich natürlich, dass das neue Zelda endlich da ist, aber nicht unbedingt wegen Breath of the Wild, sondern weil ich mich einfach so gerne an Ocarina of Time zurückerinnere. Ocarina of Time ist jetzt tatsächlich schon fast 20 Jahre alt, also 2 Jahre älter als ich. Und trotz seines hohen Alters wird das Spiel immer noch gehypt. Die Frage ist, wie und warum hat es das Spiel geschafft? Warum wir das Spiel so mögen, kann vielleicht daran liegen, dass Link uns Menschen so wahnsinnig ähnlich ist. Zumindest hat er ganz ähnliche Bedürfnisse wie wir Menschen. Und welche das sind, das erfährst du hier. So, das ist sie, die Bedürfnispyramide, die für unsere menschlichen Bedürfnisse steht. Diese Pyramide bezeichnet die hierarchische Anordnung der menschlichen Bedürfnisse und Motive, welche von Abraham Maslow entwickelt wurde. Dabei werden 2 Formen von Bedürfnisse unterschieden, nämlich Defizit- und Wachstumsbedürfnisse. Zu den Defizitbedürfnissen gehören zum Beispiel physiologische Bedürfnisse. Dazu zählen Nahrung, Trinken, Wärme und Schlaf, die ein Mensch unbedingt braucht. Diese Art von Bedürfnissen sind nämlich gleichzeitig auch unsere dringendsten und stellen deshalb auch die Basis der gesamten Pyramide dar. Die Sicherheitsbedürfnisse thematisieren Schutz vor Gefahren, Angstfreiheit und beziehen sich sowohl auf Krankheiten, aber auch auf die Gefährdung des Arbeitsplatzes. Demnach gehören hierzu Bedürfnisse wie Zuhause, Geld, Job und Gesundheit. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Meine Fresse, wie oft habe ich das schon gehört, aber er hat tatsächlich viele soziale Bedürfnisse. In der Pyramide selbst geht es hierbei um den Wunsch nach Nähe und zwischenmenschlichen Kontakten. Deshalb zählen hierzu Dinge wie Freundschaft, Familie und Zugehörigkeit. Ein weiteres und das letzte Defizitbedürfnis ist das Ich-Bedürfnis. Hierbei geht es darum, Selbstvertrauen zu haben, von anderen respektiert zu werden und von anderen ebenso anerkannt zu werden. Das große Wachstumsbedürfnis, das niemals gestillt werden kann, ja, hier geht es tatsächlich um die Selbstverwirklichung von Menschen, quasi um deren Selbstfindung und dazu zählt die Entfaltung der Persönlichkeit, die Entdeckung eigener Potenziale, aber auch Grenzen. Für das Zusammenspiel der verschiedenen Bedürfnisse gilt, dass Menschen erst die Bedürfnisse aus den unteren Ebenen befriedigen müssen, bevor sie die Bedürfnisse auf höherer Ebene befriedigen können, da die unteren Bedürfnisse eben die dringendsten Bedürfnisse darstellen. Soweit also die Theorie, aber lässt sich das Ganze jetzt auch auf Link übertragen? Naja, schauen wir mal genauer hin. Nahrung ist für manch eine Figur in Zelda wirklich wichtig und auch ich frage mich noch, wie die magischen Bohnen in Wirklichkeit schmecken. Für Link zählt Essen nicht zu seinen Bedürfnissen, aber trinken tut er am laufenden Band. Egal ob Milch, blaue oder rote Tränke, whatever, er schluckt alles. Auch wenn Link nur einmal im gesamten Game schläft, so tut er es aber ausgiebig. Aber auch angenehme Temperaturen und Luft spielen für Link eine große Rolle. An Shops und Geld mangelt es Link in der Regel kaum. In ganz Hyrule findet er stets Aufträge und kann dieses Geld in Shops und Bars verpulvern. Zwar hat Link ein eigenes Zuhause im Kokiri-Wald, lebt aber wie ein Single und macht die Nächte woanders durch. Und für Link ist die Gesundheit natürlich mit das Wichtigste im gesamten Spiel, um die er sich kümmern muss. Ansonsten... Obwohl Link im Spiel nie spricht, wirklich nie, nur schreit und jammert, hat er überraschend viele Freunde. Bei den Goronen ist er ein anerkanntes Familienmitglied und in Zoras Reich sollte er sogar mit Prinzessin Rutu zwangsverheiratet werden. Und selbst Talon von der Lolon-Farm hatte Pläne für ihn mit Marlon. Ah, der Arme. Aber seine einzig große Liebe bleibt natürlich Zelda. Respekt und Anerkennung erhält Link von fast allen Personen aus Hyrule. Ja, ich weiß, ich sag Hyrule und nicht Hyrule, heckt mich doch auf. Sogar die Gerudos erkennen ihn als einen von ihnen an. Für all seine Aufgaben wird Link auch stets belohnt, auch wenn diese Belohnungen eher Mittel zum Zweck gegen Ganondorf sein sollen. Auf jeden Fall verdankt ganz Hyrule seine Sicherheit diesem einzigartigen Mann.
Mit den immer weiteren Skills, die Link erwirbt, lernt er, wie er das Beste aus sich herausholen kann. Er lernt zig verschiedene Waffen zu beherrschen und erreicht seine Ziele immer leichter unter Einsatz seiner neuen Fähigkeiten. Sein großes Ziel, Prinzessin Zelda zu retten, kommt er dabei immer näher und entwickelt sich dabei zu einer Person, die bedingungslos für das Gute kämpft. Wie man sieht, teilen Link und wir also viele gemeinsame Bedürfnisse und ich glaube so langsam, es hat einen Sinn, warum Maslow für seine Theorie die Form einer Pyramide gewählt hat, denn schaut mal genau hin. So, das war's. Was ist euer Lieblingsspiel aus der Zelda-Reihe? Schreibt mir was unten in die Kommentare. Genauso Videowünsche. Haut's unten rein. Hier könnt ihr jetzt noch Videos anschauen. Hier noch abonnieren. Liken und teilen wäre mir eine Ehre. Eure Stützung ist mir wahnsinnig viel wert. Und auf jeden Fall hören, sehen und riechen wir uns sogar vielleicht zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Haut's rein und tschö tschö.